Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich am Freitag, den 19. Februar 2021 zu deinem Engel-Tagesorakel-Tagesthema und Morgengebet. Schön, dass du einschaltest und deinen Tag mit den Engeln beginnen möchtest. Heute wird es im Tagesthema um etwas ganz, ganz Spannendes gehen, nämlich was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du hier? Warum bist du hier auf der Erde? Danach kommt dann unser Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir wie jeden Morgen miteinander beten und all das kommt für dich nach dem Intro. Hier auf Engel TV besprechen wir wirklich alle Themen, die dich interessieren könnten, die du auf dem Herzen hast, die du auf deiner Seele hast. Das ist ganz wichtig für uns, ne? Sowohl für Nadja Hafendörfer als auch für mich. Nadja siehst du ja auch immer wieder in wunderschönen Videos hier bei Engel TV. Das ist großartig, ne? Und sie wird natürlich demnächst auch wieder dabei sein. Das ist ganz klar. Und die Engel habe ich gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir eigentlich hier auf der Erde? Das ist eine komische Sache. Ne? Könnten jetzt viele sagen, ich bin jetzt hier, ich lebe mein Leben eine Zeit lang, irgendwann geht mein Körper oder ich sterbe oder wie auch immer du das nennen möchtest. Aber da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter. Gott hat dich geschaffen, erstmal bist du Ausdruck seiner Liebe. Gott hat die Menschen geschaffen, damit er etwas zum Lieben hat, sagen die Engel. Das ist erstmal grundsätzlich der Sinn unserer Existenz. Er wollte etwas haben, was so ist wie er, was so aussieht wie er, was sich so anfühlt wie er, was in der Energie ihm sehr ähnlich ist. Deswegen hat er den Menschen gemacht, weil er etwas haben wollte, wo er seine Liebe zeigen kann, wo er mit seiner Liebe da sein kann. Deswegen wurden wir von dieser großen Schöpferkraft, von dem großen Göttlichen geschaffen, gemacht. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Lebenssinn. Meine Lebensaufgabe ist es zum Beispiel, Menschen zu beraten, ihnen zu helfen, in ihre Mitte zu kommen, ihnen zu zeigen, was die Zukunft bringen kann und in Seminaren den Menschen beizubringen, ihre Engel zu hören. Zum Beispiel. Das ist so ein Zusammenspiel. Also ich bin ein Lichtarbeiter. Ich bin als Lichtarbeiter in diese Welt gekommen. Kein Esoteriker, das betone ich immer wieder, sondern ein spiritueller Lichtarbeiter mit christlichem Hintergrund. Ganz, ganz klare Ebene. Das ist zum Beispiel meine Lebensaufgabe. So hat jeder von euch eine ganz, ganz wichtige Lebensaufgabe. So darfst du dir das vorstellen, wie die Sonne. Die Sonne besteht aus vielen, vielen Kerzen. Und so ist es auf der Erde auch. Und jeder Mensch stellt quasi eine Kerze dar, die auf dieser Erde lebt. So zeigen es die Engel auf. Und würde nur eine Kerze fehlen, stell dir das mal in der Sonne vor, dann könnte die Sonne nicht mehr so hell strahlen. Das heißt, wenn du fehlen würdest hier auf der Erde, würde ein wichtiges Puzzleteil fehlen, was aber für die Erde wichtig ist. Du bist wichtig. Und es ist ganz wichtig, das sagt Erzengel Michael immer wieder, dass jeder von uns seine göttliche Lebensaufgabe lebt. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen da draußen, die haben vielleicht Probleme. Sie wissen nicht, was ist ihre Lebensaufgabe, was ist ihr Lebenssinn. Die Engel führen dich aber sehr, sehr gerne dahin oder zeigen dir den Weg, deine Lebensaufgabe zu erkennen und zu leben. Möchtest du sie wissen? Buch dein Beratungsgespräch. Einfach oben über die Infobox oder unten im Beschreibungstext dein persönliches Gespräch buchen oder kurz aus Deutschland auch über die 0900 anrufen und wir schauen nach, was ist deine persönliche Lebensaufgabe? Warum bist du hier? Und jetzt gucken wir ins Orakel für den heutigen Tag. Wie immer starten wir natürlich mit den Nennungskarten der goldenen Zeit, um zu schauen, was die Engel uns für den heutigen Tag in unserem Orakel zu sagen haben. Wir haben heute die Lilien, die hatten wir gestern auch, also eine aggressive Energie mit den Roten zusammen und dem Ring. So, das wird aber heute nicht gut. Also wir sollten Streitigkeiten vermeiden, das ist ganz klar der Rat dieser Karten. Also wir haben eine aggressive Energie, vor allen Dingen eine aggressive Gesprächsenergie. Und wenn wir heute uns auf Streitigkeiten, Diskussionen und dergleichen einlassen, dann wird es quasi eine Endlosschleife. Wir können uns vorstellen, das wird eine Endlosschleife werden. Wir kommen quasi aus der Energie von Streitigkeiten und aus dieser Energie dann nicht mehr raus. Also der Rat der Karten hier oder der Engel an dieser Stelle ist ganz
klar, vermeide heute Diskussion, vermeide Streitigkeiten, schieb es lieber auf die nächsten Tage, da wird es vielleicht ein bisschen besser sein von der Energie, aber heute nicht, weil du wirst kein Ende, wir werden kein Ende nehmen und das ist sehr anstrengend, sehr, sehr schlauchend, wenn wir uns heute darauf einlassen. Und wir schauen, was sagt das Kraft der Engel-Orakel genau zu dieser Konstellation. Du siehst sehr, sehr klare Aussagen. Ne? Wir haben die Chakrenklärung, also es ist besser, einfach heute eine energetische Reinigung zum Beispiel zu machen. Das können wir gerne machen. In Beratungspaketen ab 30 Minuten mache ich dir gerne eine komplette Chakrenreinigung. Da putzen wir komplett durch. Ne? Es ist wichtig, die männliche Energie zu leben, also nicht in endlose Diskussionen hier zu gehen, sondern wirklich eher jetzt gerade einen klaren Kopf und einen kühlen Kopf zu bewahren und zu überlegen, was kann ich tun für meine Lebensfreude. Das sagt Musik und Tanz an dieser Stelle nämlich auch noch. Also hier zu zeigen, was kann ich tun, um in der Lebensfreude zu bleiben, um einfach eher in die Richtung Spaß und Freude zu gehen, anstatt sich hier auf solche Diskussionen einzulassen. Dann kannst du auch aus dem Tag heute wie immer das Beste machen, denn das ist ja schließlich der Sinn des Tagesorakels, damit du aus jedem Tag in deinem Leben immer das Beste herausholen kannst. Und dabei unterstützen sich natürlich auch unsere Gebete. Genau das werden wir jetzt tun, nämlich miteinander beten. Erzengel Raphael hat heute eine wunderbare Ergänzung zu diesem Orakel. Er sagt nämlich mit seiner Karte, Vergebung heilt. Also, anstatt in Streit, Ärger, Groll und Diskussionen zu gehen, öffne dein Herz für die Kraft der Vergebung, für die Kraft, einfach loszulassen, Wut und Ärger und Hass und alle diese Energien loszulassen durch die Macht der Vergebung. Das wirkt sich sehr positiv auf Körper, Geist und Seele aus und das befreit uns ganz enorm. Und dafür sprechen wir das erste Gebet des heutigen Morgens. Und wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott und Erzengel Raphael, Herr Jesus Christus, ich bin bereit, Schuldgefühle loszulassen, dadurch, dass ich mir selbst vergebe. Ich bin bereit, Schuldzuweisungen loszulassen, indem ich anderen Menschen vergebe. Und ich bin bereit, im Ausgleich dafür das anzunehmen, was ich mir wirklich wünsche. Vollkommenen inneren Frieden, Gesundheit und Glück. Amen. Schütze dich, sagt Erzengel Michael heute. Das passt auch sehr gut zu dem Orakel. Deswegen, wir bitten um energetischen Schutz. Das machen wir jetzt mit dem zweiten Gebet gleich sehr, sehr stark. Dass sich ein Schutzmantel aufbaut, damit diese Streitenergien vielleicht heute gar nicht so stark an dich rankommen können. Dafür sprechen wir das zweite Gebet. Lieber Gott, Herr Jesus Christus, Erzengel Michael, wir bitten euch mit uns, unsere Angehörigen, unser Auto und unser Zuhause mit dem machtvollen Schutzschild von Erzengel Michael zu beschützen und uns darin einzuhüllen. Hülle mich in dein purpurnes Licht ein, das nur die Liebe und göttliche Weisheit durchdrückt und alles andere fernhält. Auch Energien von Streit und Ärger heute von mir fernhält. Dann bitte rücke Tag und Nacht nicht von meiner Seite und sorge dafür, dass meine Angehörigen, mein Besitz und ich in vollkommener Sicherheit sind. Amen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Und bis heute Abend, Udo Golfmann. Tschüss.